Wieler, was kann man denn aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu diesem verschwundenen Geld aus dem Geldtransporter bis jetzt sagen? Wir gehen davon aus, dass das Geld an Bord des Transporters gebracht worden ist, auf dem Weg dann direkt von Hamburg zur Niederlassung hier in der Nähe von Kiel. Muss das Geld verschwunden sein, denn bei Ankunft hat man bemerkt, dass es nicht mehr an Bord des Transporters war. Wir versuchen jetzt alle Möglichkeiten durchzurecherchieren, wo gegebenenfalls das Geld während der Fahrt abhandengekommen ist. Sind denn die beiden Personen in das Visier der Ermittlungen geraten? Selbstverständlich. Wir müssen diese Spur verfolgen. Nach unseren Erkenntnissen soll während der Tour zweimal gehalten worden sein. In einem Fall soll eine Person den Wagen verlassen haben. Beim zweiten Halt sollen zwei Personen, also beide, den Wagen verlassen haben. Insofern sind beide auch Gegenstand unserer Ermittlungen. Wurde denn auch im Verlaufe der Ermittlungen irgendwas Verdächtiges an diesem Fahrzeug gefunden? Wir gehen derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen aus, also weder zum Nachteil der beiden Besatzungsmitglieder des Wagens noch zum Nachteil des Wagens. Also Aufbruchspuren am Wagen selbst haben wir nicht feststellen können.